Herzlich willkommen beim Webinar Mikronährstoffe und Psyche. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler, ich bin Psychotherapeut und Mikronährstoffcoach und in diesem Webinar möchte ich Ihnen die Zusammenhänge zwischen Mikronährstoffe und Psyche etwas näher bringen. Sie wissen, Mikronährstoffe unterstützen den gesamten Organismus, sowohl den Körper als auch die Psyche und sind vielfältige Stoffwechselvorgangskatalysatoren, bewirken in den Stoffwechselvorgängen eine Menge an wichtigen Prozessen. Man kann sich fragen, was ist zuerst? Ist zuerst die Psyche oder ist zuerst eben der Körper, das Soma? Und daher geht es darum, wenn wir psychosomatische Beschwerden haben, sind die wirklich von der Psyche her bedingt oder sind die zuerst vom Körper bedingt? Und tatsächlich sind sie sehr oft vom Körper bedingt, dass, weil wir eben einen Mikronährstoffmangel haben oder einen Vitaminmangel, deshalb hat das dann Auswirkungen auf unsere Psyche. Wie Sie wissen, sind Mikronährstoffe ein Überbegriff für Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, wichtigsten Bausteine in unserem menschlichen Körper, aber auch Fettsäuren und eben Pflanzenstoffe, Flavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe, die sehr, sehr vielfältig sind und zum Teil noch gar nicht erforscht sind. Ein Mikronährstoff ist kein Arzneimittel, ist ein Lebensmittel und daher gibt es auch weniger Nebenwirkungen. Man muss aber Mikronährstoffe länger einnehmen, weil sie eben langsamer bzw. organischer wirken, obwohl natürlich auch Mikronährstoffe Biochemie sind, genauso wie Arzneimittel. Wenn man Mikronährstoffe zu sich nimmt und gleichzeitig regelmäßig oder akut auch Medikamente einnehmen muss, muss man trotzdem aufpassen, weil sehr wohl zu Wechselwirkungen kommen kann. Die Biochemie ist für alle gleich. Und daher gibt es durchaus auch Wechselwirkungen, die beachtlich sind und die auch unerwünschte Nebenwirkungen mit sich ziehen können. Doch dazu dann mehr in den folgenden Folien. Was bewirken Mikronährstoffe ganz allgemein? Oft besteht ein Mangel an Mikronährstoffen in unserem Körper. Daher sind wir eben aus dem Gleichgewicht und es geht nun darum, eben die Normwerte, eine Normalisierung wieder herzustellen, die sogenannte Homöostase. Oder wir müssen eben einen Mehrbedarf ausgleichen, weil wir zum Beispiel Stress haben oder Sport machen, eben sehr stark die Muskeln zum Beispiel beanspruchen, dann werden mehr Mikronährstoffe verbraucht, zum Beispiel eben Magnesium, und dann gibt es eben einen Mehrbedarf im Körper, der kann nicht durch die Nahrung oder durch das Trinkwasser aufgenommen werden und dadurch kommt es dann zu einem Mangel. Wenn man ständig jetzt eine Unterversorgung hat, dann kommt es dann auch zu Problemen, zu Ausfällen oder dann auch zu Erkrankungen, sowohl in organischen oder psychischen Erkrankungen. Daher sind die Mikronährstoffe eben ideal, um diesen Mehrbedarf auszugleichen, wenn der Körper mehr braucht, aber nicht genug aufnehmen kann. Weiters können die Mikronährstoffe die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit in uns verbessern. Das Immunsystem wird vor allem auch durch Mikronährstoffe, durch Bewegung und auch durch eine gesunde Psyche stark gestärkt und gut stabilisiert. Oder sie helfen uns zu fokussieren und zu konzentrieren, unsere kognitive Leistung einmal zu erbringen und dann eben auch zu halten. Mikronährstoffe sind sowohl als Symptombehandlung geeignet, als auch als Ursachenbehandlung. Und mir selbst ist es besonders wichtig, eben auch immer auf die Ursachen zu gehen. Und da ist eben das ein wunderbarer Weg, auf die
Basis unseres Körpers, wie wir zusammengesetzt, dem eben auf die kleinsten Bausteine in unserem Körper, auf die Aminosäuren und Mineralstoffe und Spurenelemente, Vitamine hinzuschauen, um da auch anzusetzen und dann auch oft die Ursache an der Wurzel zu packen. Ja, ein Mikronährstoff kann auch eine unterstützende Therapie bei medikamentöser Behandlung sein, also eine Co-Therapie. Und allgemein ist immer wieder meine Erfahrung, steigern Mikronährstoffe das Wohlbefinden enorm und das ohne Nebenwirkungen. Gehen wir als nächstes bereits zu einem wichtigen Thema, wo Psyche und Körper immer zusammenspielen. Das ist eben der Stress. Jeder von uns hat Stress und es geht darum, wie gehen wir mit Stress um. Auf der einen Seite psychisch, wie gehen wir psychisch mit Stress um, wie können wir uns beruhigen, wie können wir uns entspannen und auf der anderen Seite, wie gehen wir organisch mit Stress um, wie geht unser Körper organisch mit Stress um. Wie schon zuerst erwähnt, ist Stress eben ein Nährstoffräuber und man kann durchaus sagen, es ist der häufigste Nährstoffräuber und weil wir alle in Mitteleuropa Stress haben, ist es recht wahrscheinlich, dass viele unserer Zeitgenossen eine Mangelversorgung haben an einigen Mikronährstoffen. Es ist egal, ob der Stress jetzt von der emotionalen, psychischen Seite herkommt oder ob er von der körperlichen Seite herkommt, weil man so schwer arbeiten oder so hart trainieren. Das bewirkt immer eine Mangelerscheinung, zum Beispiel von Kalium, von Magnesium, von Zink, von Selen und von Kupfer. Das ist bei körperlichem Stress noch stärker, aber auch bei psychischen. Und bei psychischem und emotionalen Stress sind es vor allem die B-Vitamine, die eben unterbestückt sind, unterbesetzt sind, aber auch die Omega-3-Fettsäuren, das Vitamin D, auch wieder das Magnesium und eben das Tryptophan, die Vorstufe vom Serotonin, die Aminosäure Tryptophan. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn man Stress hat, braucht man einfach einige Dinge mehr und muss die supplementieren, eben also ersetzen, ergänzen, weil sonst wird es nicht ausreichen, dass man das nur durch die Nahrung eben zuführt und sonst fühlt man sich auf Dauer immer erschöpfter und immer geschwächter. Es gibt dann noch zusätzliche Pflanzenstoffe, die wirken, wie zum Beispiel das Ashwagandha oder Rosenwurz, Rhodiola rosea. Aber auch, wenn wir zu den Vitaminen nochmal schauen, ist oft bei Stress auch ein Vitamin-C-Mangel vorhanden. Wenn wir uns als nächstes auf den Schlaf konzentrieren, dann ist der Schlafmangel oder schlechter Schlaf oft mit anderen Krankheiten vernetzt. Wenn wir gestresst sind und das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird, dann haben wir eine erhöhte Entzündungsneigung, eine zusätzliche Belastung und das signalisiert eben auch dann Dauerstress im Körper. Und wenn wir Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet haben, geht das vegetative Nervensystem in die Höhe und wir kommen nicht runter. Und dadurch kommen wir dann auch nicht zum Schlafen, weil wir brauchen ein beruhigtes vegetatives Nervensystem. Daher können Mikronährstoffe sowohl beim Einschlafen als auch beim Durchschlafen helfen und sie können auch helfen, dass unser vegetatives Nervensystem wieder sich entspannen kann und beruhigen kann. Das Serotonin, das eben aus dem Tryptophan gebildet wird, ist entscheidend für einen guten Schlaf, weil aus dem Serotonin wird eben, sobald unser Auge nicht mehr eben ins Licht schaut, wird aus dem Serotonin
Melatonin gebildet, das ist eben das Schlafhormon. Weitere hilfreiche Mittel sind zum Beispiel das Glycin oder eben das Tryptophan, aus dem dann das Serotonin gebildet wird. Das GABA, das ist die Gamma-Aminobuttersäure, und Vitamin Bs, vor allem B6 und B12 und wieder Magnesium. Und eben auch wieder die Rosenwurz, Rhodiola rosea, aber auch Griffonia. Griffonia enthält viel 5-Hydroxytryptophan, also eine bereits Weiterentwicklung vom Tryptophan, aus der wieder Serotonin und dann wieder Melatonin gebildet wird und wieder auch das Ashwagandha. Sie sehen, es gibt viele Zusammenhänge zwischen Mikronährstoffen und der Psyche. Es sind oft ähnliche Mikronährstoffe oder dann sogar dieselben Mikronährstoffe, die eben zur Anwendung kommen, zum Beispiel eben sowohl bei Stress als auch beim Schlaf. Aber die gleiche Ursache haben nicht immer die gleichen oder alle Symptome gemeinsam. Das heißt, die Aufgabe von Mikronährstoffen kann sehr unterschiedlich im Körper auch wirken und haben eben da auch ganz unterschiedliche mannigfaltige Auswirkungen. Und häufig gibt es bereits Symptome, ohne dass es noch einen echten diagnostizierten Mangel gibt. Wo meistens ein Mangel diagnostiziert wird, ist beim Vitamin D, aber da komme ich dann nachher eh noch dazu, und deshalb muss man Vitamin D praktisch in unseren Breitengraden immer supplementieren. Wir haben auch gesehen, dass eben Psyche und ein guter Schlaf untrennbar miteinander verbunden sind, sowohl organisch, körperlich, somatisch, als auch eben psychisch. Und eine reine Symptombehandlung, wie eben auch viele üblichen Schlafmittel eine reine Symptombehandlung anbieten, die ist eben selten ganzheitlich und auch selten ursächlich und daher auch selten nachhaltig. Zudem führen viele Schlafmittel auch zu Abhängigkeitserscheinungen. Daher ist Mikronährstoff wirklich eine gute Alternative beim Schlaf. Jetzt möchte ich gerne eine Übersicht geben über die wichtigsten Mikronährstoffe, die eben die Psyche betreffen. Beginnen wir beim Magnesium. Das ist eben nicht nur für Sportler, sondern es hilft bei der Herstellung bzw. bei der Weiterverarbeitung von verschiedenen Neurotransmittern. Beispielsweise eben dem schon erwähnten Tryptophan, der Aminosäure, aus der dann 5-Hydroxytryptophan wird und dann eben Serotonin und dann, wenn wir eben schlafen wollen, das Melatonin. Da ist das Magnesium für die Herstellung und Weiterverarbeitung entscheidend. Daher wirkt das Magnesium am Morgen animierend, auch ein Stück aktivierend und antreibend und am Abend aber entspannend. Und das Magnesium hilft, Stresssignale im Körper abzubauen. Gemeinsam auch immer mit den drei Geschwistern Zink, Selen und Kalium, will ich auch nachher noch dazu was sagen. Gemeinhin ist bekannt, dass wenn man Wadenkrämpfe kriegt, dann liegt ein Magnesiummangel vor. Ja, stimmt, ist häufig so, aber nicht jeder Krampf ist gleich ein Magnesiummangel. Deshalb muss man da auch gut unterscheiden. Und wichtig, dass wenn man Magnesium zu sich nimmt, bitte nicht in Verbindung mit etwas Fettem das einnehmen, weil wenn Sie etwas Fettes dazu essen und sei es auch nur eben die Milch im Kaffee zum Beispiel oder ein Butterbrot, dann ist es bereits so fett, dass das Magnesium im Körper zu schäumen beginnt und man nennt das eben dann Verseifung. Das heißt, es verseift, es wird dadurch basisch und es wird dadurch unwirksam, das Magnesium. Daher idealerweise eine Stunde vor der Magnesiumeinnahme und eine Stunde nach der Magnesiumeinnahme nichts Fettes essen. Kommen wir zum nächsten Spurenelement, zum Kalium. Das ist natürlich auch ganz, ganz entscheidend für unser Herz, aber nicht nur für unser Herz. Es erhöht unsere Stressresistenz in Verbindung mit anderen Mineralstoffen.
Es ist zum Beispiel das zweithäufigste Mineral in unserem menschlichen Schweiß. Deshalb ist auch wichtig bei der Hyperhidrose, eben das ist dieses starke oder nervöse Schwitzen, da verbrauchen wir dann sehr viel Kalium und wenn wir dann Kalium zuführen, reduziert das eben nervöse Neigungen. Hier sehen Sie eben, wenn der vordere Schienbeinmuskel zum Beispiel beim Bergaufgehen immer wieder krampft, also sprich Leistungskrämpfe, die sich dann immer mehr verschärfen, dann kann das bereits auf einen Kaliummangel zurückzuführen sein. Achtung bei der Dosierung ganz allgemein. Kalium kann man überdosieren und da muss man auch wirklich aufpassen, dass man es nicht überdosiert. Es kann auch unterdosiert sein, dann ist es hochgradig gefährlich und man ist sofort in Gefahr zu sterben. Also Kalium ist absolut essentiell, wird natürlich auch in der Medizin intensiv angewendet. Aber wenn man Kalium supplementiert, dann eben Vorsicht, dass man es nicht überdosiert. Steht aber ohnehin auf den eben Anwendungshinweisen und Verzehrhinweisen immer bei jeder Packung drauf, dass man da nicht in Gefahr gerät, etwas überzudosieren. Aber das ist schon genau zu beachten. Magnesium kann man natürlich auch überdosieren, vor allem wenn man es in Verbindung mit Fett nimmt, dann bekommt man eben auch Durchfall. Aber das ist jetzt dann nicht so hochgradig gefährlich. Bei den drei Geschwistern, Zink, Selen und Kupfer, die sind miteinander im Gleichgewicht. Man kann auch alle drei wieder überdosieren, aber auch nicht so leicht, wenn man sich an die Vorgaben hält. Man braucht alle drei, aber im richtigen Gleichgewicht. Zink ist unter hunderten bekannten Enzymen essentiell, ganz, ganz wichtig, noch wichtiger für den Mann. Aber auch die Frau braucht natürlich Zink. Man soll Zink am Abend einnehmen und da, wenn möglich, mit nichts mehr anderem gemeinsam. Selen, auch ganz enorm wichtig, ganz ein wichtiges Antioxidans. Es ist ein seltener Teil von den Enzymen, wirkt aber auch gegen Stress, vor allem gegen den Zellstress. Auch hier kann man überdosieren, aber meistens sind wir beim Selen unterdosiert. Und gemeinsam mit den anderen Mineralien stark bei Stress ist eben dann Zink für die Wundheilung auch noch zuständig. Und ein Zinkmangel schwächt das gesamte Immunsystem. Kupfer ist häufig an der Umsetzung von Neurotransmittern beteiligt und das ist dann eben auch meistens zu nieder bei Depressionen. Und wenn man eben zum Beispiel jetzt hochdosiert Zink einnimmt, was keine gute Idee ist, also mehr als 30 Milligramm würde ich nicht empfehlen pro Tag, dann muss man immer auch schauen, dass nicht der Selen- und der Kupferspiegel sinkt. Und wie gesagt, ist Zink eben auch wichtig für den Mann, vor allem für die Gesundheit der Prostata. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Mikronährstoffen und unserer menschlichen Psyche sind die Darmbakterien. Die sind natürlich essentiell für unsere Gesundheit. Darmbakterien sind zuständig für die Herstellung von vielen Vitaminen, auch von den ganz frühen Neurotransmittern und das erfolgt eben hauptsächlich durch die Bakterien. Vitamin K oder auch Serotonin wird eben auch im Darm auch hergestellt oder auch weiterentwickelt. Ja, die Darmbakterien sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Bakterienstämmen und damit wir eine gute Darmflora haben mit den richtigen Darmbakterien, müssen wir auch uns nicht nur gut und ausgewogen ernähren, sondern müssen wir auch schauen, dass wir eben keine Fehlbesiedelung haben. Dazu gibt es dann eigene Webinare dazu, aber so viel jetzt, was für die Psyche notwendig ist, wenn unsere Darmflora
einseitig besiedelt ist, also wenn die gewünschten Darmbakterien zu gering in unserer Darmflora vorkommen, dann haben wir meistens auch bereits psychische Auswirkungen, oft eben Depression oder Aggression oder geistige Trägheit bereits. Deshalb sind eben die gewünschten Bakterien oft sehr wählerisch. Die unerwünschten oder auch die Pilze sind leider nicht so wählerisch. Und immer einseitige und ungesunde Ernährung, die begünstigt eben die Wucherung von unerwünschten Bakterien, sind dann eben Nährstoffräuber. Also wenn wir zu viel Fleisch essen, kann das eben zum Beispiel eine Auswirkung haben auf unsere Darmflora. Aber auch wenn wir zu viel Zucker essen, entsteht eben dann der Candida-Pilz zum Beispiel und der verdrängt auch wieder eben die gewünschten Darmbakterien. Wenn man langfristig Darmprobleme hat, eben oft und häufig Durchfall, häufig Blähungen, häufig Verstopfung, also wenn offensichtlich der Stuhl nicht in Ordnung ist, dann ist das dann oft auch ein Auslöser für unterschiedlichste Allergien, für unterschiedlichste Nahrungsmittelintoleranzen, für Entzündungen im gesamten Körper, aber langfristige Darmprobleme, die nicht behandelt werden, wo die Schleimhaut eben im Ungleichgewicht ist, die Darmschleimhaut, kann eben auch sehr wohl Depression ausgelöst werden, Burnout, Erschöpfungsdepression auch, oder auch das, unser Verhalten kann aggressiver sein, oder wir sind einfach total schlapp, also auch so eine geistige Trägheit. Die Omega-3-Fettsäuren, der Fisch quasi in uns, weil eben Omega-3 wird auch eben von reinem Fischöl eben auch erzeugt. Das ist eben von enormer Wichtigkeit für unser Immunsystem und für unser Gehirn. Es gibt ganz viele Studien mittlerweile in den letzten 2 Jahren, über 150, die zum Thema Depression, Krebsvorsorge und Behandlung da etwas gearbeitet haben oder eben Ergebnisse herausgebracht haben in Zusammenhang mit Omega-3-Fettsäuren. Omega-3 erhält unsere kognitive Leistung, dass wir uns fokussieren und konzentrieren können, und es reduziert eben die Entzündungen in unserem Körper. Häufig ein falsches Verhältnis oder ein Mangel von unterschiedlichen Omega-3, 6, 9 Fettsäuren muss eben in einem richtigen Verhältnis sein. Wenn das Verhältnis nicht passt, entstehen unterschiedliche depressive Formen häufiger. Und daher brauchen wir eben auch ein gutes Verhältnis von Omega-3-Fettsäuren, eben vom Fischöl, wo man schauen muss, dass es eben von Schwermetallen gereinigt ist, weil leider der Meeresfisch ist ja sehr oft jetzt durch die Verunreinigung der Meere damit auch verunreinigt, und dann nehmen wir mit Omega-3 dann eben Schwermetalle auch zu uns, und da müssen wir eben sehr darauf achten, dass wir gereinigte Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen, und die stehen im Verhältnis von 1 zu 5 zu den Omega-6-Fettsäuren, also wir brauchen mehr Omega-6-Säuren, die es zum Beispiel eben auch im Fleisch gibt oder im Rapsöl, und Omega-9 gibt es im Olivenöl. Jedenfalls braucht es ein gutes Verhältnis, 1 zu 5 zum Beispiel, und dann sind wir signifikant höher vor Depression oder vor Entzündungen im Körper oder auch eben vor Freiradikalbildung, die dann eben auch Krebs auslösen kann, geschützt. Und nur, dass Sie sehen, in Europa ist das Verhältnis häufig 1 zu 20 oder noch höher. Also wir sind da in einer massiven Imbalance, in einem massiven Ungleichgewicht, und daher ist es sehr wichtig, auf die ausgleichende Fettsäurenkonzentration in unserem Körper auch zu achten. Ja, Vitamin D darf nirgends fehlen, auch bei der Psyche nicht. Es hat enorm wichtige Aufgaben in unserem Körper. Es ist gar nicht kein Vitamin mehr, sondern es ist bereits eher ein Hormon, ein Steroid. Und das Beeindruckende beim Vitamin D ist, dass es für so viele eben Bereiche in unserem Körper zuständig ist, dass wir uns gut fühlen, dass wir fit uns fühlen, dass wir eben gesund bleiben. Es bewirkt ganz viele Basisprozesse in unserem Körper, und leider sind wir in unseren
Breitengraden unterdosiert. Es ist ein Hauptverursacher von dieser saisonalen Winterdepression. Warum? Weil eben der Vitamin D-Mangel uns auch insgesamt schwächt und auch eben dann die Psyche eintrübt. In unseren Breitengraden ist die Sonneneinstrahlung so, dass sie nur von Mai bis September ausreicht, dass wir Vitamin D durch die Sonne zu uns nehmen. Aber da müssen wir wirklich im Bikini oder in der Badehose mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde ohne Sonnencreme in der Sonne sein. Dann haben wir für den heutigen Tag genug Vitamin D aufgenommen. Der Körper kann es nicht so gut speichern. Er braucht eben Vitamin K2, das er speichern kann. Das wird auch oft zu wenig, auch körpereigen produziert. Damit muss man es auch supplementieren. Und ich rate eben, dass man es eigentlich das ganze Jahr supplementiert, jeden Tag in Tropfenform Vitamin D zu sich nimmt, dann hat man jeden Tag ausreichend. Und man braucht eben, wenn man es supplementiert, also in Tropfenform zu sich nimmt, ist besser, finde ich, als in Kapselform, dann braucht man täglich circa 5.000 bis 7.000 Einheiten, je nachdem, was für einen Mangel man hat. Das kann man auch leicht bestimmen lassen, das Vitamin D im Blut. Und wenn man es dann täglich nimmt, weiß man, dass man ausreichend supplementiert ist und man fühlt sich insgesamt besser. Also es gibt eben Studien, die zeigen, dass eben bei einer gewissen Überdosierung von Vitamin D Depression auch verschwinden kann und dass auf jeden Fall der Behandlungsverlauf positiv beeinflusst wird. Das finde ich ganz wichtig, weil man hat ja oft Angst, dass man Vitamin D überdosiert, was natürlich eine ernste Sache ist und das soll man auch nicht leichtfertig auf die Schulter nehmen. Aber zu 99% ist immer unterdosiert und das nimmt man auf die leichte Schulter. Und das hat viel, viel ärgere Auswirkungen, als wenn man es einmal überdosieren würde, was man fast nicht zusammenbringt, weil da muss man schon ganz extrem viel Vitamin D nehmen. Der Körper braucht viel Vitamin D, eine Überdosierung habe ich noch nie gesehen. Gibt es aber natürlich, ist auch beschrieben mehrfach, und erst ab einer massivsten Überdosierung kommt es dann zu gesundheitlichen Schäden und sogar zum Tod. Also es ist jetzt nicht zu unterschätzen, aber bis wir überdosiert sind, wenn wir alle halben Jahre einen Vitamin D-Spiegel machen lassen und wenn wir regelmäßig 5000 Einheiten zu uns nehmen, jeden Tag, ist eine Überdosierung praktisch aus meiner Sicht unmöglich. Weiterer wichtiger Punkt sind die B-Vitamine, weil es gibt eben eine Darm-Leber-Hirn-Achse und Vitamin B ist sowohl für den Darm als auch für die Leber als auch fürs Gehirn sehr wichtig. Von der Entgiftung über die Herstellung und die Verarbeitung von Neurotransmittern hat Vitamin B ganz unterschiedliche Aufgaben. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche B-Vitamine, die aber trotzdem vielfach ähnliche Aufgaben haben. Eben das B3, das B6 und das B12 ist an ähnlichen Prozessen beteiligt, sowohl im Darm, als auch in der Leber, als auch im Gehirn. Und beim Vitamin B-Mangel sind häufig eben Symptome sichtbar, aber auch ganz unterschiedliche Symptome sichtbar. Das heißt, es ist eine Konzentrationsschwäche oder es ist man fühlt sich innerlich so zittrig oder man ist nervös oder man ist aggressiv oder man ist total unruhig. Und deshalb, wenn man dann auch ausreichend Vitamin B zu sich nimmt, spürt man auch sofort, nämlich ziemlich unmittelbar, ein angenehmes Gefühl der inneren Stärkung. Und deshalb ist Vitamin B und Psyche so wichtig, weil viele Menschen merken, ja, das Vitamin B hat mir am meisten geholfen. Da merke ich sofort eine innerliche Kräftigung, eine innerliche Beruhigung, eine innerliche Entspannung. Und Vitamin B ist ein wasserlösliches Vitamin im Vergleich zum Vitamin D, das fettlöslich ist. Das heißt, Vitamin B kann man praktisch nicht überdosieren. Es gibt schon dann, wenn man es massivst überdosiert, über einen langen Zeitraum, gibt es dann schon unangenehme Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Muskelkrämpfe auch, oder dann auch wieder Unruhe. Aber bis man es überdosiert, braucht es auch ziemlich lang. Und meine Empfehlung ist, zuerst einmal
kräftig zu supplementieren und man spürt dann eh, dass man sich viel besser fühlt. Das heißt, wenn man Depression hat, ist Vitamin B12 immer eine Hilfe, weil eben auch die Nerven gestärkt werden. Und tatsächlich wird die Ummantelung der Nerven, diese Myelinschicht, das ist so, kann man sich vorstellen, wie bei einem Kupferdraht, wie es im Außen so eine Plastikschicht zur Isolierung, so ähnlich ist das eben auch bei den Nerven, gibt es eben eine Myelinschicht und die wird gestärkt, wenn man eben B-Vitamine zu sich nimmt. Tierische Lebensmittel, zum Beispiel eben jetzt Innereien von Tieren oder eben allgemein Fleisch, enthalten zwar viele B-Vitamine, aber wenn man zu viel Fleisch isst, dann gibt es einen gegenteiligen Effekt. Das führt dann interessanterweise zu einem Mangel an B12. Das heißt, das kann dann offenbar der Körper nicht so gut verstoffwechseln. Ne? Während bei pflanzlichen Lebensmitteln, die auch eben B-Vitamine enthalten, tritt dieser Effekt nicht ein. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, weil das Vitamin B so wichtig ist. Nehmen wir das B12 her und da sieht man, was für enorme Auswirkungen bei einem Mangel vorhanden sind. Eine Patientin, 55 Jahre, die ein Kolonkarzinom hat und eine Chemotherapie machen muss, die hat dann nach dem zweiten Zyklus eine massive Übelkeit, schwere Depression gekriegt, war schwindlig und hat auch gar nichts mehr essen wollen. Warum? Eben die Chemotherapie zerstört ja sehr viele wichtige Spurenelemente und Vitamine im Körper. Es ist eben halt ein ganz ein schweres eben Medikament, um eben auch den Krebs zu zerstören, aber es zerstört eben halt dann auch nolens volens dann halt auch leider eben viele andere wichtige Dinge im Körper und daher muss man eben ganz massiv supplementieren. Und daher braucht man eben dann hochdosiert Vitamin B12 nach der Chemotherapie, um wieder dieses zerstörte B12 wieder aufzufüllen im Körper. Und das war wirklich enorm. Bei der Patientin war bereits 30 Minuten, nachdem sie diese hohe Vitamin B12-Dosis bekommen hat, war der Schwindel weg, war die Übelkeit weg. Die depressive Verstimmung ist auch sehr schnell abgeklungen und sie hat dann auch wieder Appetit bekommen und hat eine massive Steigerung der Lebensqualität wieder gehabt. Anderes Beispiel, ein Schüler, 15, hat jegliche Leistungen verweigert in der Schule und zu Hause, ist nur noch da gehangen, war nicht einmal kräftig genug, um am Handy zu spielen, was dann wirklich schon sehr bedenklich ist. Er wollte nicht mehr in die Schule gehen und es ist natürlich dann wirklich sehr zur Besorgnis gewesen von den Eltern. Wir haben dann eben auch wieder hochdosiert Vitamin B12 und auch B6 gegeben. Das entgiftet und entschlackt auch das Gehirn. Er konnte sich sehr bald, also circa nach 3 bis 4 Wochen, nachdem er es oral genommen, aber doch relativ hochdosiert, 4000-fache Überdosierung vom Tagesbedarf und er konnte sich dann bald wieder besser fokussieren, er konnte sich bald wieder konzentrieren und eben seine Leistungen waren nach einigen Wochen mit einer oralen hochdosierten B12-Therapie wieder dann gut möglich. Und im Gespräch dann, wo wir geschaut haben, warum war das so, hat er eigentlich keine Antwort gefunden, er hat auch nicht gewusst, warum er so schlecht drauf war. Es war eben nichts Psychisches, also man könnte auch sagen, es war die Pubertät oder Liebeskummer oder sonst irgendwas, war es aber alles nicht, sondern es war wirklich ein B12-Mangel, wahrscheinlich auch durch eine einseitige Ernährung. Und dann muss man eben halt, um das wieder aufzufüllen, massiv reinfahren und auch mal hochdosieren. Ja, kommen wir zu einem der wichtigen, ganz wichtigen Dinge bei der Psyche, wo Mikronährstoffe sehr viel helfen können, eben das Tryptophan oder eben die afrikanische Schwarzbohne, eben die Griffonia, Simplicifolia, die hilft eben, oder das Tryptophan hilft eben für mehr Antrieb, aber auch für mehr Entspannung, für mehr Ruhe. Das ist auf diese Basis sind ja die meisten Antidepressiva auch aufgebaut, aber hier ist eben eine natürliche
Alternative. Ja, Tryptophan ist eben ein Teil von Proteinen, eine Aminosäure, und wird dann eben auch wird zu Serotonin dann und dann eben später zu Melatonin, wie schon erwähnt. Mangel an Tryptophan ist selten, häufiger, wenn der Darm nicht mehr in Ordnung ist, und Tryptophan kann eben ausreichen, um eben einen Antrieb am Morgen zu steigern und dann eben die Schlafqualität in der Nacht zu verbessern. Eine noch bessere Wirkung ist, wenn man es in Kombination mit anderen Mikronährstoffen nimmt, zum Beispiel eben mit der Gamma-Aminobuttersäure, mit GABA, oder mit Magnesium, Achtung, kein Fett dazu nehmen, oder mit Glycin, immer mit B-Vitaminen, und das steigert dann zum Beispiel auch die eben Schlafqualität, aber hebt auch die Stimmung allgemein. Dann Griffonia ist eben diese afrikanische Schwarzbohne, die enthält eben schon eine gehirngängige Weiterentwicklung vom Tryptophan, eben das 5-HTP, das 5-Hydroxytryptophan, und weil das eben quasi schon weiterverarbeitet ist, weil diese Schwarzbohne das schon für den Körper weiter vorbereitet hat, deshalb kann er es noch schneller aufnehmen und es wirkt daher schneller und stärker. Tryptophan wirkt auch, aber der Körper muss sich quasi länger anstrengen. Auch ganz wichtig, wenn man Tryptophan zu sich nimmt, aber auch viel Fructose zu sich nimmt, indem er eben einen Apfelsaft trinkt, dann wird das Tryptophan nicht verstoffwechselt, weil der Fruchtzucker quasi die Tryptophanproduktion ein Stück hintanhält. Und dadurch wird es dann nicht genug aufgenommen, und dadurch, wenn man dann zu wenig Tryptophan im Darm hat, ist es dann so, dass der Körper, der Darm kann vom Hirn noch anfordern, noch weiteres Serotonin. Und es ist sowohl im Darm Serotonin als auch eben im Gehirn. Und wenn ein Serotoninmangel im Darm entsteht, kann der Darm sich über das Gehirn auch noch eben Serotonin holen, und dann gibt es eben einen Serotoninmangel im Gehirn. Dann fehlt eben die gute Stimmung, das Glückshormon im Gehirn, und dadurch entsteht dann eben eine depressive Verstimmung. Also Darm und Gehirn hängen gerade auch über das Serotonin sehr eng zusammen. Und bei Depression schaue ich eben immer, dass der Darm in Ordnung ist, dass ausreichend Serotonin im Darm vorhanden ist. Dann ist auch meistens dann auch wieder genug Serotonin im Gehirn vorhanden. Ja, wir haben schon die Gamma-Aminobuttersäure und das Glycin erwähnt. Das sind Substanzen, die unterschiedliche Rezeptoren im Gehirn aktivieren oder deaktivieren. Beide sind sehr gut bei Ein- und Durchschlafstörungen anwendbar. Und auch wieder, wenn sie es gemeinsam genommen werden, haben sie einen stärkeren Effekt. GABA wirkt auch entspannend bei Burnout-Syndromen, bei unterschiedlichsten Burnout-Syndromen, und verhindert eben auch eine übermäßige Nervosität. Die Gamma-Aminobuttersäure wird eben auch als körpereigenes Valium bezeichnet, weil es eben auch so gut beruhigend ist. Ashwagandha und Rhodiola rosea, eben die Rosenwurz, die hat eine ähnliche Wirkung, aber hat unterschiedliche Ziele in unserem Körper. Sie erhöhen beide die Stressresistenz, auch beim emotionalen, beim psychischen Stress, und wirken beruhigend, helfen bei Nervosität, verbessern die Schlafqualität, und Pflanzenstoffe wirken sehr stark, aber man weiß nicht, warum sie wirken, aber sie wirken. Ja, nochmal Zusammenhang Schlaf, Stress, Psyche. Der chronische Stress beeinflusst natürlich unseren Schlaf, weil das vegetative Nervensystem zu hoch oben ist, und es beeinflusst dadurch natürlich auch unsere Psyche, und wir werden insgesamt geschwächter und sind Teufelskreis und dann eben wieder gestresster, wenn wir geschwächt sind. Je intensiver und länger die Stressphasen sind, desto mehr fällt auch unser gesamtes Mikronährstoffprofil ab, desto mehr sind wir unterversorgt und müssen
dringend supplementieren, also ergänzen durch eben Mikronährstoffe. Oftmals gibt es eben starke Symptome wegen einzelner oder wegen mehreren Mikronährstoffmängel. Das muss man dann eben auch gezielt anschauen. Und wenn man eben dann gezielt supplementiert, dann kann das vor oder während des Stress helfen. Auf jeden Fall ist es eben präventiv auch sehr, sehr sinnvoll, es einzusetzen. Dann komme ich gar nicht so weit rein in einen Mangel und kann daher gar nicht so gestresst sein. Das heißt, Mikronährstoffe bewirken wirklich eine höhere Stressresistenz und vermindern unsere Schwächung und unsere Erschöpfung dann. Wir werden weniger erschöpft, wenn wir ausreichend supplementiert sind. Also wir sind auch leistungsfähiger. Wichtig ist natürlich immer auch mit Hausverstand Ruhephasen zu nutzen, zu schauen, dass wir allgemein auch psychisch entstressen und dass man natürlich auch Beratung, Psychotherapie in Anspruch nehmen, dass wir uns da auch weiterbilden, wie können wir auch das Richtige tun. Auch immer die Ernährung spielt da auch immer eine ganz wichtige Rolle, damit wir eben uns nicht so auspowern und uns verbrauchen. Ja, Mikronährstoffe sind, finde ich, ein Komplementäransatz für die Zukunft. Ich finde sogar, es ist ein Komplementäransatz, der totale Zukunft hat, wenn es nicht sogar der komplementäre Ansatz ist. Es gibt immer mehr Studien, die einen hohen potenziellen Nutzen von Mikronährstoffen eben belegen. Sie werden häufig jetzt bereits als Co-Therapie eingesetzt. Der Einsatz wird eben immer häufiger. Sie können Nebenwirkungen von Medikamenten senken, aber natürlich auch mit anderen Medikamenten interagieren. Das heißt, man muss da schon noch immer gut hinschauen. Sie helfen uns im Alltag zu robusterer Gesundheit, sowohl psychisch als auch eben körperlich, organisch. Sie machen uns stressresistenter, sie lassen uns besser schlafen, sie geben uns eine bessere Stimmung. Also es gibt ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten der Mikronährstoffe, die eben auch auf die Psyche wirken. Es gibt mehr Möglichkeiten bei der Behandlung, vor allem bei leichten Gebrechensformen. Und ich kann Mikronährstoffe wirklich nur empfehlen. Man muss sich ein bisschen auskennen, man muss sich gut beraten lassen. Aber dann ist es eine, glaube ich, ganz, ganz große Hilfe mit praktisch keinen Nebenwirkungen. Außer ich überdosiere es natürlich. Dann ist es klar, dass man dann auch schauen muss. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf ein nächstes Mal.